Ja, es wäre schön, wenn ich mein Setup fahren könnte. Weil damit bin ich ein bisschen schneller, aber ist egal. Wir fahren halt das, was Zentren quasi fertig gemacht hat. In der Stunde, Elvinko. Bestimmt. Und Pete gibt dann Bescheid so 10 Minuten, 15 Minuten vorher, bevor du in die Box fährst. Ja. Deswegen war ein bisschen knapp jetzt vorhin. Ja. Rubbel die Katz, Mann. Mal ein paar Mal passiert. Ich mute mich wieder, ne? Ja. Ja, es war immer Pist.
Der Titel oben ist immer noch nicht geändert, oder? Von Twitch? Twitch hat das nämlich heute nicht zugelassen, dass man den Titel ändern. Oder ändern kann. Okay. Ja. Das ist ein richtig guter Titel zum Klicken steht da. Ja, das soll da nicht stehen. Normal Reload? Nee, nee. Der ändert sich automatisch bei dir, wenn dann. Ja, nee. Komisch. Und einfach nochmal kurz Buchstaben ändern, speichern und dann wieder zurück ändern, vielleicht klappt es dann. Lexus. Ja, boy, das ist ein Lexus. Nee, ich habe hier gerade lecker Gyros neben mir stehen, aber ich muss mich gerade warm fahren. Stollen gibt's nachher. Wie lange hast du noch, Piet? 44 Minuten. Okay. Tschüss. Tschüss.
Leute, ich fahre mit 100. Ich fahre mit 103 Liter im Tank, ne? Also ich fahre kein leeres Auto gerade. Ja, 103 hast du da drin. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich habe noch 60 Kilo mehr an Bord. Genau, gut, wir sind jetzt gerade warm. Pete ist gerade im Auto. Nichts Besonderes vorgefallen bis jetzt, außer also klassischen Überrundungsdinger. Alles im grünen Bereich. Das ist Training, das verbraucht im Training kein Benzin, das Auto. Ich fahre mich auf 100 Liter ein, weil ich mit 100 Liter starten werde.
2-3 mit dem vollen Tank ist okay, glaube ich. Perfekt. Bitte? Perfekt. Temperaturen sind schon ja höher bei dir, wenn ich es. Na, ich fahre knapp 2-2 mit 103 Liter im Tank. Die bleiben ja drin, die gehen auch gleich. Auf zweite Runden hast du ja viel weniger. Stimmt das Lifetiming, wenn wir mal schauen. Sock 3 giftet A-Tier 1 Sub 2 Tanglemix. They have given 453 Gift Subs in the channel. Socke, danke schön, dass du Tanglebox rein zugesteckt hast von Tangle Moinsen. Hey Sepp, moin. Moin, Magier. Sock 3 giftet A-Tier 1 Sub to Sepp 8819. They have given 454 Gift Subs in the channel. Okay, ich denke, das sollte reichen. 2-3-1 mit 103 Litern sind okay, würde ich sagen. So eine halbe Stunde grob sollte der Piet noch haben. Ja, ich werde jetzt noch schnell meinen Gyros mir ins Gesicht schieben und dann werden wir gleich mal das Auto übernehmen von Piet, wa?
Vielleicht sollte ich das Game nochmal neu starten. Ich starte mal sicherheitshalber nochmal das Game neu. Safety first, Leute. Wann ist dein Stint? In 30 Minuten ungefähr. In 30 Minuten. Hey Siri? Aktiviere Schreiber. Ja, da. Bibi. Bibi. Hey Siri, aktiviere Cyber. Hier, Männer. Ja. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Was denn? Das ist ein Sitzpaket gewesen. Das sind jetzt zwei Sitze. Ja, ich weiß. Das ist normal. Das habe ich dir vorhin aber schon gesagt. Okay. Ich habe dir doch gesagt, dann kannst du einen verschenken. Gut. Ich konnte einen Sitz brauchen nicht. Achso, ja. Meinst du mir? Ja, ich bin Bayer. Was? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Sog 3 giftet A Tier 1 Sub 2 nicht schon wieder. They have given 455 Gift Subs in the channel. Oh, danke, Sorge, dass du nicht schon wieder einen zugesteckt hast. Okay. Puh. Go, go, go. Ich hasse dieses Durchgeswitche. Ja. Da. So, dann wieder auf unserem Auto. Ich werde mal schnell mein kaltes Essen essen. Alles klar. Mhm. Irgendwas passiert, wo steht noch? Aber was passiert ist? Nee, nicht wirklich. Ich hab nur trainiert. Nur Überwindungssachen und... Ja. Ja. Nix Erwähnungswertes zum Beispiel. Was denn? Nee. Ich muss gleich fahren in 25 Minuten. Nämlich 2 Stunden weg. Danke. Warum sind wir aktuell nur Sieger? Was habe ich verpasst? Nee, nichts Besonderes eigentlich. Okay. Die anderen waren eine Bin ich schneller wahrscheinlich vorne. Ja. In einen Kontakt da begeben. Ja, gut. Oder nicht so viel kostet. Sekunden oder was war das? Ich weiß, das ist einfach warum die Zeit. Sog 3 giftet A Tier 1 Sub to Paramedic Vienna 88. They have given 456 Gift Subs in the channel.
Sorge, danke, dass du Paramedic-Anzug gesteckt hast, Maga. Da könnten wir eigentlich für dich, könnten wir ehrlich schon einen eigenen Alert machen, Sorge. Echt verrückt, Maga. Dimas, dankeschön für 16. Leute, dankeschön für den ganzen Support, Leute. Und dankeschön, dass ihr euch das reinzieht. So, ich werde mal ganz kurz den Müll und sowas alles rausbringen. Dann bin ich gleich wieder da. Okay. Mein Stint. So, ich habe jetzt noch 25 Minuten. Sagt mal an, was ich einstellen soll. Ja. Warte gleich. Also, du weißt ja, wo ich bin. Warte doch ab. Ich muss das erstmal alles aufmachen. Erstmal Strategie 1 und auf 103 Liter auffüllen. Ja, warte. Wenn, ja, das lässt man jetzt sehen. Strategie 1 habe ich. Ja, also 97 100, Liter, 98 oder so einmal einstellen. 106 habe ich jetzt, Liter. Ja, du musst die zweite Zahl, gell, ist relevant. Was, Boxenstrategie 1? Ja, bei dem Sprit meine ich. Ja, habe ich bei 100, ah ja, scheiße, ja. Sorry, also 97 Liter werden das sein. Auf 103 auffüllen, da musst du dann ein, zwei Runden vor einem Boxenstopp schauen. Ja, genau, 103 muss es dann sein, ja. Alles klar. Also wahrscheinlich, ja, so dass 103 dann insgesamt drin sind. Genau. So, warte, ich... Dann gibst du mir die Reifen durch von der App dann. Okay. Was hat Piet gesagt gerade? Minus 2 vorne links, minus 1 vorne links. Also 0, immer, ne? Ja, plus 0,1. Nee, nur minus. Minus? Vorne links minus 0,2 und vorne rechts minus 0,1. Hat er die auf 27 Stumpf gestellt oder wie? Das gilt die App. Warte, hinten sage ich dir gleich. Ja. Weil das klingt mir ein bisschen wenig, sage ich dir ganz ehrlich. Dass wir noch wie sind denn deine aktuellen Drückgefühle? Ja, warte. Oh, nicht so viel auf. Ja. Also minus 0,3 vorne, hinten links. Wie sind deine Drücke jetzt gerade im Auto? 27,7, 27,4, 27,7, 27,5. Immer vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Hm, passt. Bisschen viel, oder? So, was willst du noch wissen? Zwischen 27,5 und 28 ist perfekt. Wann fährt er denn rein? Und hinten? Was zeigt er dann? Alles. Minus 0,3. Kann ich noch pinkeln gehen? Und minus. Und wie gar nichts. Also 0,0000000000. Ja, dann. Okay.
Lass uns das schnell machen, weil ich will wieder Zeiten fahren, ne? Solange ich hier überlegen muss und Arschlecken, bin ich Hölle langsam. Solange ich überlegen und Arschlecken muss, ja gut. Auf wen? Auf meine Zwarte? Musst du noch eine Woche warten, denken. Bist du auf die Geraden bist? Ja, ist ja gut. Kann doch keiner sein, ey. Ich sag dir das, ey. Hey, Jail, danke für 5 Maga. Also, wenn ich kein 26 auch. Was? Ich denke, du wartest auf mich. Ja, ich mach gleich. Warte, ist das eine Gang? Was? Ah, diese Mutti, ey, warte. Gib schon mal durch für vorne links. Hab ich vergessen eben. 26,8. Ja, alles klar, mache ich sofort, wenn ich soweit bin. Oh Mann. Hab ich? Vorne rechts? 26,9. Hab ich? Noch nicht? Also, ich meine, hab ich, aber warte. So, hinten links. 27,0. Ja, weiter. 27,1. Ja, wie eben. Ja, richtig. Das ist klar, muss ich noch was wissen? Ja, ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch, Dicken! Ja, Sprit halt nur auf 103 Liter einstellen. So, dann, das gell? Ist auf 103. Ja, genau. Sigi habe ich den schon, den alten Lentis, den habe ich schon. Mussten noch neu auswählen, weil der neu connected ist. Genau. Ja. Aber er ist jetzt schon, aber ach so. Ja, ich bin wieder da. Ich habe nur hab mich eingefahren. Sehr gut. Soll ich ihm sagen, dass ich schneller gefahren bin als er? Mit mehr Sprit? Oh, oh. Alter, geh mir doch vor die Flinte, ey. Ja, das wäre auch geil, wenn die Leute aus der Box das einstellen können, ja. Ja, immer ein bisschen. Ja, ich melde mich wieder, achso. Ja. Warte gleich, jetzt geht's wieder nicht, ne? Wie lange hast du denn noch? Ja, warte, eins nach dem anderen. 20 Minuten, ich mute mich. Okay, Nudelsuppe, moin. Warum kann ich gleich nochmal in Ruhe aufs Pöttchen gehen? Achso. Nochmal eine Wurst machen. Schreibt das nochmal in Discord. Weil es eigentlich eh wie vorher von mehr oder weniger. Hä, hey, willst du jetzt das Auto übernehmen? Hält mal. Ich. Weil irgendwas. Ich hab das. Ich hab das so verstanden. Als wenn Reini das Auto übernehmen wollte. Nee, du fährst so nicht. Okay. Ich war gerade so, wait, what? Darf ich heute. Okay, ich fahre dann den letzten. Gut. Alles gut. Ja, das ist halt leider ein bisschen blöd, weil man muss das fast schon aufschreiben, damit man sich mit den Reifen nicht vertut. Ja. Genau, und neuer Reifen ausgewählt. Hey, hier ist mein Auto. Alter, ja, eine Sekunde. Hab ich, glaube ich, gemacht. Ich mach's aber gleich nochmal. Der schlimmer wie in der U-Bahn hier. Müsste 8 oder 9 oder 10 sein, irgend sowas. Ja, ich glaube 9. Ich mach das. Schon, lass mich in Ruhe jetzt. Der soll ja gleich 11 nehmen oder so ein Scheiß. Wir haben ja genug Reifensätze. Ja. Der ist halt wirklich besser so. Ich fahre nicht auf abgefahrene Pelle. Mit vollen. Pete? Was? Lass den nicht stressen. Alter, lecker!
kostet gerade so Zeit, ey. Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, das ist halt wirklich stressig für einen Fahrer, den ganzen Shit da einzustellen beim Fahren. Das ist halt, wäre geil, ja, wenn das die Leute aus der Box machen könnten. Dass man auch die Reifen nachschauen kann, die was halt, also ein Setup kann. Ja. Wahrscheinlich ganz schön bröselig, irgendwie. Und krümelig. Ein wildes Rennen, Mann. Sun, ich bin so traurig. Seid ihr schon wieder vorgekommen? Ihr habt das vorhin gesehen. Ich bin ja großer Fan von euch. Ich bin ja quasi immer in eurer Fankurve. Aber ich hab's ja abgesegelt. Wieder P6? Okay. Ja, wahrscheinlich in der Box gewesen. P7. P6 meine ich. Wenn wir alle nur die gleiche Boxenzahl da stehen haben, das. Ah, doch, P10 sind jetzt. Die gewesen sind. Oh, passt er da noch durch? Ja. Okay. Ja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, Peace, Tschüss. Sog 3 giftet Artier 1 Subtuits unterstrich Nudelsuppe. Alter, Sogge, junger Vater. 457 Gift Subs in the Channel. Junger Vater, Sogge, was ist los mit dir? Dankeschön. Ja, das haben wir gesehen, da wart ihr gerade vor uns dann. Mit Barry, moin. Wie lange geht ein Stint? Wir fahren jetzt aktuell Doppelstint. Also jeweils eine Stunde, jeweils zwei Stunden. Also Pete ist gerade in seiner zweiten Stunde und dann gehe ich jetzt gleich in die nächsten zwei. Ja, wir sind gut vorbereitet dann. Also wir haben sehr viel Ärger gekriegt von Pete. Peter hat uns ganz schön angenommen. Ich müsste, glaube ich, so in 15 Minuten fahren. Ich gehe jetzt auch noch mal aufs Klo. Ich gehe jetzt halber mal kurz die Blase leeren und dann geht's los. Kriegst du aus dem Messbecher? Nee. Das ist ein Glas. So, aber ich gehe jetzt kurz auf die Pipi-Box und dann werde ich gleich wahrscheinlich das Auto übernehmen. Danke an euch alle für euren Support. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, Peace, Tschubi. Sog 3 giftet Artier 1 Sub 2 B0 Elche. They have given 458 Gift Subs in the Channel. Sog schon wieder. Also, was war's da? Du hast da nichts oben, genau, ja? Thank you.
So. Das war Andi. Netter Mann, ich grüße dich. Moin. Philipp Hallitz, Svenny, bist du da zufällig? Ich würde ja gerne mal wissen, ob man den Titel wieder ändern kann bei Twitch. Nein, das ist nicht da. Naja, dann haben wir immer noch den Cyberpunk-Titel drin. Geht nicht anders. Heute Morgen hat das nicht funktioniert. Ich kann nicht restarten gerade, Kostheber. Ich mach das nach meinem, weiß ich nicht, keine Ahnung, Toro. Ich habe immer eine Error-Meldung gekriegt heute Morgen bei Titelende. Aber nicht nur ich, auch einer meiner Mods. Aber ich will das jetzt nicht machen, kurz vorm Fahren. Also ich selber. Und restarten auch nicht. Das Schiff geklickt im Browser? Nein. Ging bei mir und bei jemand anderem nicht. Also es lag nicht auf meiner Seite. Also an ihr. Übrigens für euch da draußen, ich werde in meinem 2-Stunden-Stint keinen Chat anhaben und nur fahren. Aber die Jungs können mit euch im Discord reden. Also lesen, dann denke ich auch den Chat und quatschen mit euch. Also ihr seid nicht ganz alleine. Ging nicht, Toro. Nicht funktioniert. Oh, da ist er wieder. Lieblings-BMW. Ich fahr gleich, Void Ray. Bin gleich dran. Ich mal so 10 Minuten ungefähr. Dann übernehme ich das Auto für 2 Stunden. Hat das eigentlich mit dem Ninja funktioniert? Mit was? Oha. Startposition hatten wir 13. Ja, sollte Pete überlegen, ob er den vorbeilässt. Ach so, das mit dem Ninja, ja, das hat funktioniert.
Ah, der ist noch schneller. Essen. Sehr gut, Pete. Ja, schön gemacht. Da, gut. Ich hab schon gemeint, der fährt außen aufs Gras. Nee, sowas würde ich nur machen. Ja, das mit den alten Reifen, ne? Nicht wirklich. Ja, sag ich ja. Du kannst die Reifen mit 2 Stunden durchfahren. Kannst du vergessen. Geht schon, aber ist halt echt nochmal safe dann, ne? Ja, aber du kannst halt nicht angreifen. Nee. Man muss schon ganz schön ruhig fahren. Lichthube ist wirklich sehr wichtig in den Endurance-Rennen, bei den ganzen Überrundungen. Oha, 1 und 2 kommen hinten angeflogen. Der hat aber sein Essen ganz schön tief gelegt, ne? Der setzt ganz schön oft auf. Aber holla, die Waldfee setzt ja oft auf. Ja, ein paar Bananenschalen wie Mario Kart und rote Ich benutze die Lichthupe auch nur, um zu signalisieren, dass ich überrunden möchte. Sofort und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Sog 3 giftet A-Tier 1. Oha! Hochgedreht! They have given 459 Gift-Subs in the channel. Eggy, moinsen. Handtruder, ich grüße dich auch, moin. Schön, dass ihr alle vorbeigucken wollt. Ich hoffe, ihr habt Spaß an unserem Endurance-Rennen beim Zugucken. Das ist noch nicht Highscore, Leute. Highscore in dem Kanal sind 1400. Den halte ich übrigens noch selber. noch ist Socke nicht da. Danke, Socke, dass du dir deinem Mann eins zugesteckt hast. Und dann dich gefolgt von Illinois. Ich glaube, Illinois hat irgendwas mit 1,3 oder so. Schönes Ding, Marzipan. Morgen. Dizzy, bist du bereit? Yes, I'm ready. 3 Runden ungefähr. Ja. Könnten 2, könnten aber auch 4 werden. Ich bin da, alles gut. Sehr gut. Sag mir, wann du rein willst und dann machen wir los. Ja. Moinsen, Magger. Hab ich lieb und so. Einfach David giftet Artier an sub2dna-marzipan. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Sorry, Claude. Giftet Artier 1 sub2claude-m. They have given 460 gift subs in the channel. Reini, bist du noch da? Ich bin nur da, ja. Kannst du ganz kurz mal sprechen? 1, 2, 3 Test, oder wo meinst du? Chat, ist das laut genug, oder soll ich lauter machen? Ich muss wohl jetzt in die Box, sagt er mir. Hallo, hallo, 1, 2, 3 Test. Okay, Reini ist okay, danke. Ja, alles klar, dann mach ich mich ready. Okay. So, Discord muten, nicht vergessen. Bin gleich da.
25 Sekunden noch? Ja. Ja. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Go, mein Freund! Ja. Lass jucken! Kann man gerade durchwechseln, gell? Ist erledigt. Und gute Fahrt. Ja, gute Fahrt. So, Alter, ich bin wieder da. Da ist er wieder. Wo ist er wieder? Ja, hat Spaß gemacht, ey. Ja, gut gefahren. Ja, danke schön. Aber ich war auch so weit zufrieden, bis auf Kleinigkeiten hier, ne? Ja. Aber da konnte ich nicht viel machen hier. Die mich von hinten, die waren überrundet, überholen mich in der Spitzkehre und. Ja. Und da war ja, ja nichts. Das habe ich nicht verstanden. Reden wir nicht drüber. Das war ein Team von Duki oder so? Keine Ahnung, der Wonderpoint-Chat da. Ja, dann werde ich mal den Ralf für mal ein ernsthaftes Wörtchen mit dem reden. So geht das ja gut. Nicht. Und sollte dann rüberkommen. Ja, nee, alles gut. Ja, jetzt von recht weit hinten angebremst und vorne war ich schon Stau. Ja, darum habe ich ja langsam gemacht. Eben, ich wollte ja selber da nicht reinbrezeln. Man muss ja warten dann in der Situation. Von daher. Und ich war schon sehr weit links, also zur Goldkante wollte ich gerade sagen. Du bist ja rüber in dem Moment schon. Ja, gut, aber ist ja jetzt. Ja. Das hat uns Platz 5 gekostet, weil 9 Sekunden Repair, ne? Ah, 9 Sekunden Repair, okay. Ja, hatte ich. Ah, okay. Ja, danke. Ja, und der Dreh auch noch, es waren dann so 15 Sekunden Zeitverlust. Ja, welcher? Wie? Dreher? Ja, durch den Unfall bist du ja gestanden. Ach so. Ja, ich stand, genau. Ja, ich konnte nichts machen. Ist denn Stream alles in Ordnung? Könnt ihr euch hören? Jo, die können uns, glaube ich, hören, ja. Okay, hört ihr uns? Ja. Danke, weitermachen. Okay. Pete ist, genau, du bist immer eine Runde mehr gefahren, Pete, gell? Oder einmal. Ich glaube, der Xentra haben wir genau 2 Stunden 17 bei der Fahrzeit. Ja. Du bist ein bisschen weniger. Echt? Ja, bist du eine Runde mehr gefahren. Also, es kommt immer drauf weniger. An, wie sie ab. Oder mehr. Hä? Es zählt ja runter. Also, bist mehr gefahren. Ah, ja, okay. Ja, es kommt immer drauf an, wie man über Startziel kommt bei der Stunde. Ja, gell? Genau. Ich wäre gerne noch eine gefahren, aber das war so knapp und der hat mir unten eingezeigt, jetzt an die Box. Ja, genau. Bei mir waren da einmal nur 4 Minuten, wo er angezeigt hat eigentlich. Ja, genau. Ja. Aber ich wollte es nicht riskieren, da... Ja. Ja. Die Reifen sind dann... Ja, also hast du das auch gemerkt mit den Reifen? Nö. Also ich hätte die nicht gewechselt. So, das... Nee. Nein, ich bin am Ende meiner Stints immer noch 0,2 tief gefahren. Ja, sogar mehr. Ja. Du musst aber schneller werden. Wie, ich muss schneller werden? Mit leeren Tank musst du schneller sein wie im Anfang. Bin ich ja, wäre ich ja gewesen. Man hat schon ab und zu gesehen, da ist ja immer mehr Sekt gekommen. Ja. Ich habe dann am Ende, ich glaube von Anfang an schon mehr Traktionskontrolle reingemacht. Weil hier auf der Strecke habe ich irgendwie Probleme mit dem Auto. Okay. Ja, ich bin halt immer 3 gefahren und vor allem bei der Spoon, bei der Raspberry, da habe ich ja immer gedriftet am Ende, jede Runde. Ich weiß gar nicht, ob man das so gesehen hat. War immer so einen leichten Drift. Und ich sehe gerade einfach, wer war denn das? Einfach David. Ah ja, da wurden einiges gegessen. Ich einfach David, danke für den Sub. Schöne Grüße aus
Das passt jetzt nicht mit der Sprache, aber aus Hamburg, Mann. Ah, jetzt gerade eben. Ja, ich sehe es gerade. Bin ich überrascht. Als Geschenk von meinem geilen Stint, wa? Für euren Support und eure Unterstützung. Klar. In diesem Sinne sage ich jetzt... Meiner. Ich habe zum 9. Mal keine Ahnung, nee, eigentlich bin ich zufrieden. Soll. Wo ist denn Xentran? Ist der schlafen? Keine Ahnung. Er stellt sein Zimmer schon um oder so. Also ich wäre jetzt glatt noch einen dritten gefahren, ne? Ja, haben wir vorher auch gedacht. Ne? So, von mal gleich zu Ende. Ja, genau. Also ich würde sagen, so wie wir jetzt auf diesen Positionen sind, ne? Würde ich sagen, dass Dizzy und ich jeweils unsere Stunde abgeben und ihr noch jeweils Doppelstints fahrt. Was haltet ihr davon? Also ich bin schon ziemlich fertig. Wie? Ja, ich bin halt schon seit kurz vor 5 Wochen. Ne? Alter, warum stehst du denn immer so früh? Ja, weißt du, ich hab den Rhythmus gerade drin. Ich konnte ja, den Rhythmus, du warst doch gestern auch länger. Aber ja, was ist denn los, ey? Ich bin aufgewacht. Ja. Keine Ahnung warum. Bin ich einfach aufgewacht. Die Jugend von heute, stellt euch mal vor, es würde irgendwie eine Krise kriegen. Komm. Alter, die kriegen ja nichts geschissen, die Jugend von heute. Ich bin gut beurteilt. Die anderen müssen dann gleich noch in die Box. Dann kommen wir wieder nach vorne. Eins, ja. Zwei, drei, vier Leute waren noch nicht in der Box vor uns. Da sind die Reifen drücke, passen. Ja, hinten sind es immer. Ja, war bei mir auch. 28,1. Ja, das ist, müssen wir ein bisschen nach hinten. Bei mir sind hinten die Reifenkühler, ich weiß nicht warum. Wo ich mehr drifte. Da liegt am Fahrstil. Wir haben das Xentran auch schon gehabt. Richtig, Fahrstille. Da gebe ich dir vollkommen wahr, Mann. Krass, der Unterschied. Vom hinten keine Temperatur rein. Wer, du? Ja, ich hab hinten immer weniger Druck gehabt. Na gut, die ist ja jetzt erhöht worden. Aber oh, jetzt haben wir ein bisschen zu viel hinten drin, aber passt schon. Ja, Alexius, genau. Ich stehe meistens auch, wenn ich einen guten Rhythmus habe, ich schlafe auch nicht mehr als 4-5 Stunden. Manchmal sogar weniger. Es ist dann so. Ja, kommt. Ja, das ist gestanden. Also. Ja, ich habe mich schon ein bisschen. Ich bin schon liegen geblieben, aber ich war halt da schon wach. Gell. Ich hab nicht mehr einschlafen können. Bin ja extra lange wach geblieben gestern. Hat nichts gebracht. Nee. Zieh dich warm an. Bist lange liegen. Okay. Der Zug, die Strecke ändert sich, ja. Es kommt da immer mehr Belag drauf, aber also die Strecke ist Optimum, also vom Grip Level ändert sich jetzt da nichts mehr aktuell. Ja, wie ich da. Hey, Xentran, Moinsens. War aber gefahren, Pete. Nice. Ja, nice. Danke. Ich bin auch soweit zufrieden, also war jetzt nicht ganz europäisch, aber. Ja, aber es ist ja durchgekommen, immerhin. Ja. Na, Bissi fährt gute Zeiten. Oh ja. Ich glaube, mit den Drücke es passt, ist also eigentlich vorne sogar ein bisschen zu wenig, weil es jetzt immer kälter wird. Schauen, es könnte jetzt dann nicht recht schnell kalt werden, aber es passt schon. Muss man dann schauen. Ich brauche hinten immer ein bisschen weniger Druck. ein bisschen mehr Druck. Das ist komisch, dass bei mir die Hinterreifen dann nicht richtig warm, also nicht ganz so warm werden. Wie gesagt, bei mir, ich hatte auch keine Probleme gehabt vorhin. Ja.
Mir waren es leicht zu kalt. Also hat schon gepasst, aber bei mir waren es hinten kälter wie vorne und jetzt ist euch ist genau umgekehrt. Ja, das mit dem Schaden ärgert mich halt, dass ich die 9 Sekunden hatte. Ja, da hättest du bremsen müssen statt auf dem Gas. Da hast du es halt nur angeschoben. Ja, ich konnte ja nicht. Der war ja selber, der hat den Vordermann ja selber irgendwie ja, und stand da. Ich konnte da nichts mehr machen. Es war ja minimale Geschwindigkeit, aber trotzdem diese 9 Sekunden gekriegt. Das hat uns den 5. gekostet. Ja, ist gut unterwegs, ja. Und die sehen. Nee, da hätte er durchziehen müssen. Ich weiß nicht, den hat er vorher gerade vorbeilassen. Ja, aber dann wäre ich. Ja, gut. Ja, passt schon. Habt ihr euch schon mal selber irgendwie Schokobrötchen gemacht? Schokobrötchen? Nee. Ja. Ja. Also, wenn du den jetzt mal. Wenn du den Teig hast dazu und weißt, ja, Teig hatte ich. Ich hab nur Teig gehabt, dann habe ich mir Schokolade genommen, hab die einfach da reingelegt, reingewickelt und jetzt. Genau. So, ja, das geht schon. Genau, das geht. Das ist. Probier das mal. Ah, Telefon, ich bin gleich da. Ja, grüß schön. Aber man merkt halt, dass viele nicht so viel Erfahrung haben, ne, in Sachen Endo. Ja, also alle, die halten dagegen ohne Ende und versuchen einen in der Kurve dann irgendwie vorbeizulassen. Ja. Und da verliert man, beide verlieren da 1-2 Sekunden. Ja, es sind ein paar GT4s dabei, die, aber auch GT3s, für die was unten rumfahren, die. Bei mir haben wir auch ein paar. Da lassen sie rechts rein und dann bremsen sie aber mit in die Schikane rein. Jetzt macht ja keinen Sinn. Wenn du das halt mal irgendwie übersiehst oder ganz blöd im roten Winkel ist, dann fährst du den voll rein. Ja, Mestrogon, da waren. Wow, auch gut reagiert von Dizzy. Da waren einige brenzliche. Ich glaube auch irgendwo, wo der Erstplatzierte ausweichen musste und von links kam und ich dann auf einmal hinter ihm auftauchte und da musste ich auch voll in die Eisen. Weil so ein GT4 irgendwie sich nicht entscheiden konnte. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Platte hin. Ich glaube am Anfang ging es nur, weil also es war zwar mehr Chaos am Anfang, aber da waren halt die Top-Fahrer, weil die fahren ja alle in den Start. Ja. Was noch ein bisschen kontrolliert, aber man merkt es dann schon, gell? Na, dann steigen ein paar Leute ein, die sind halt noch nicht so ganz so sicher oder haben die Erfahrung einfach noch nicht. Ach, alles. Aber es wird immer, das. Ja. Ja. Ja, vielleicht kann er mit seiner Pace den Kunze ziehen, holen. Ja. Genau, da ja, ein Fly zum Beispiel, hat er gesagt, der kommt von hinten angeflogen. So viel schneller war er dann auch nicht. Man denkt, jetzt verteidige doch ein bisschen. Aber er hat dann auch nicht wegziehen können. Ja. Da muss man halt auch wenn es ein Zweikampf ist, aber man merkt dann, dass er eine Sekunde schneller wird und dann lässt man halt gleich vorbei. Die trifft, die sagt keiner, sagen wir keiner. Was?
Du Sack, triff die. Ja, wir waren ja die Ink-Weltmeister in Laguna. In iRacing ist das ein bisschen anders wie hier. Also wenn du. Mal ganz kurz, ja, erklärt du oder erklärt du das. Ja, Inks ist die Abkürzung für Incidents, also Vorfälle. Also Off-Track oder Car Contact. Genau, genau. Und in ACC, da gibt es ja dieses. Da gibt es ja dieses Track Warnings, 4 Stück, glaube ich, sind es, gell? Cut-Dinger. Ja, und der Fahrzeugkontakt gibt's doch nix. Car on the left. Clear on the left. Zu gierig. Car on the left. Ja, zieh weiter. So durch. Zu gierig, zu gierig. Na, in ACC gibt's so diese 4 Cut Warnings da, was man holen kann. Dann muss man eine Durchfahrtsstrafe machen. Und in iRacing, da hat man je nachdem, was eingestellt ist, halt so zum Beispiel 17 Inks-Incidents und da zählen halt auch Car-Contacts mit rein. Die zählen da 4 oder 2. Oder Off-Tracks zählt da Nummer 1. Hat das ein bisschen anders gehandelt. Ja, aber wir kürzen mal das immer ab dann mit Inks, ja. Oder mit noch kürzer mit X. Mit X, ja genau. Ah, oh, da habe ich 4 X bekommen. War genau. Contact. Weiß jeder Bescheid, der iRacing fährt. Richtig. Hat sich ein bisschen falsch, ne? Ja, man muss auch konsequent dann sein. Wenn man überholt, dann einfach überholen. Ja, war jetzt von seinem Verbremser, hat er noch ein bisschen. Ja. Ja, das ist so immer dann, ja. Ja, das ist auch eine Erfahrungssache, Sariol, wann man wie sich verhält in solchen Zweikämpfen. Ja, das also kann man pauschal gar nichts zu sagen, weil es hängt auch so vom eigenen Speed ab, ob man jetzt eher hinten startet oder vorne. Also wenn man noch neu ist und die Lizenz eher fährt. Ja, richtig verkehrt, sondern. Ja, manchmal hatte ich so 2-3 Runden, war nicht viel los. Fuck. Und dann kamen wieder Runden. Alter Schwede, hast du echt gedacht, ey, Hauptverkehrszeit, ne? Ja. Hat er da Track Warning bekommen, der DC, oder? Oder hast du eine bekommen vorher? Ich hatte eine gehabt. Genau, ich habe keine. Ich hatte auch eine. Also du hast das gehabt, okay. Ja, na, nur das. Kurz. Ja, da müsste er rechts Schwung holen, dass er berghoch gleich daneben ist.
Richtig, so habe ich das versucht. Mich richtig positionieren und zack. Jetzt gleich einstechen. Ja, geht halt nicht. Wer dahinter bleiben soll. Da fehlt halt die Erfahrung jetzt, gell? Ja. Kommst du durch, Magga? Ungünstigste Scheißposition, EU West, sag ich euch. Ja, da muss man ein bisschen konsequenter sein, aber das jetzt einfach so sorgen ist. Ja, das ist halt eine Erfahrungssache. Ja. Oh, jetzt ist er wieder drin. Dann hat ein Mod entweder oder wieder reingeschoben. Ja. Oder vielleicht verklickt jemand oder so. Aber jetzt hört er uns wieder normalerweise. Weil wenn er nicht im Discord ist, hören uns die Leute ja nicht. Jo, Dizzy fährt Doppelstand. Genau, Pete, für dich, genau, also wegen die Reifen nochmal. Das war die Voreinstellung halt, was in den Pittings da drin war. Ja. Das, was halt der Xendran und ich halt schon verstellt hat, das hat man halt, muss man halt dann immer mit anpassen. Und den aktuellen Stand haben wir in Discord reingeschrieben und unseren Channel. Ich hab das nicht kapiert, aber dann habe ich nur auf dich gehört und dann ist alles gut. Das ist halt der letzte Stand, falls du mal ansagen musst. Im Discord stehen die Werte drin. Und ja, muss man halt jetzt dann schauen, gell. Das halt, ein bisschen durchgeben. Beziehungsweise wir sehen es bei ihm eh. Nee, ich geb da gar nichts durch. Wo man etwas anpassen muss, dann. Was? Car on the left. Clear on the left. Gott. Und jetzt. Ja, Fino, das kommt halt wirklich mit der Erfahrung. Man lernt das mit der Zeit etwas besser einzuschätzen und konsequenter zu sein. Das ist sehr wichtig. Genau, also das. Ja, selbst, man sieht es ja eh oft, die vorderen, die Top 3, 4, da hab sogar ich gesagt, so, wie die teilweise da rein, so das Rewrite, so einer links, einer rechts und die fahren halt mitten voll nur durch. Aber so bleibt man halt vorne, gell? Ja. Ein gewisses Risiko muss man immer eingehen. Ja. In der Hoffnung, dass der andere halt mitspielt, das weiß man aber nie. Aber im Endeffekt ist das dann irgendwann Erfahrung, wie kann man sich selber einschätzen und die anderen und die Konsequenz. Genau, man muss halt konsequent sicher sein, dass das dann klappt, wenn man das macht. Muss dann beides passen, ey.
Wenn Nils einfach sagen, er haltet dann einfach ein bisschen mehr rein, denn ja, wenn das dann nicht schafft, wird dann auch kacke. Ah ja, Toro, es gibt Live-Stewards. Da gibt es schon ziemlich viele Strafen. Die Liste ist sehr lang. Oder zumindest die Reports, was gemacht wurden, sind sehr viele. Und ja, wenn dann Dizzy dann wieder zuschaut, dann sieht man links immer, wer eine Strafe bekommen hat. Das ist aber wirklich richtig viel, gell? Ich guck da nicht rein. Im Chat sieht man es auch und. Ich bin mal eben gemutet, ich werde mal ein bisschen kurz mit Bloody, bei Bloody kurz mal reingucken. Bis Spaß. Hopp, hopp, hopp. Ja. Hopp, hopp. Xentran, du bist da? Ich bin da, ja. Okay, dann wollen wir kurz was zu Schnabel gehen. Jo, gut. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Okay, nice. Car on the right. Clear on the right. Nice meme.
Fragwürdig, oder? Naja, ist wie es ist. Müssen wir mal um. Eieiei. Was war los? Hab nichts mitgekriegt. Ach, der Überrundende fährt nach rechts, als ob er Platz machen würde, bleibt voll auf dem Stempel drauf und zieht wieder in die Kurve rein. Auf Start und Ziel eben. Weißt du, ist rechts rübergefahren, Gizzy dachte, er macht Platz, er geht aber nicht auf Gas, voll auf dem Gas geblieben. Naja. Ich mute mich mal wieder. Jo, jo, jo. Was macht denn der gelbe AMG da? Sorry, Boys, ich komme hier echt nicht besser durch. Ich gebe echt mein Bestes, die Karre nicht wegzuschmeißen. Ich bin halt alles gut, echt macht alles gut. Komplett alles gut. Zugebaut, ey. Ja, ich bin jetzt schon wieder in Rage hier. Boxenstrategie 1, richtig? Ja. Müssen wir später noch anpassen, aber die Reifendrücke. Ja, ich mach nur jetzt erstmal schon den Chrom-Shit. Ich hab gerade keinen Verkehr. Ja, ich meine, der AMG setzt zum Überholen an, weißt du, an den GT4, und dann zieht er wieder zurück, will wieder überholen, zieht wieder zurück, will wieder überholen, zieht wieder zurück. Der staut sich ja alles hinten dran. Wer fährt als nächstes? Du, oder? Ja, ja, ach so, ja, stimmt. Hab nichts gesagt. Thank you.
Ich bin meistens halt nur für den Moment sauer ein bisschen oder ein Könnt ihr euch bitte mal Akku? Ins Discord schreiben, dass wir bei Reifensatz 12 sind und von da jetzt immer weitergehen, bitte? Okay, mach ich. Danke. Ja, man ist halt in dem Moment immer Akku ein bisschen, ne? Oder ein bisschen aufgeregt, sag ich mal. Und im Endeffekt meint man es ja nicht böse. Aber der Moment ist halt gerade da und es regt einen so auf, dass man da halt manchmal so ein bisschen vulgär wird oder so, scheiße oder hier und da. Aber ich denke mal, da kann sich der ein oder andere auch reinversetzen in die Lage. Aber vielleicht sind die anderen ja auch nicht so, sag ich mal, ultra am Fahren die ganze Zeit. Ja, auch noch relative Anfänger, sag ich mal. Da kann man denen auch nicht böse sein. Um Gottes Willen. Chat, hat Dizzy gesagt, er ist bei Reifensatz 12 oder der nächste ist Reifensatz 12? Der nächste ist bei Reifensatz. Also der war noch sauber, der Reifensatz 12, habe ich eben gesehen. Okay. Weil bei ihm steht jetzt wieder trocken 9, ne? Deswegen. Hä? P10? Was ist da los? Wie meinst du? P10? Deine Zeit schon? Ach so. Also, ganz am Anfang wurde er überholt von den beiden. Ah, okay. Habe ich nicht drauf gehabt. Alles gut. Wie hat es angefühlt, das Auto? War okay, sehr oder? Ja? Sehr gut, ja. War so ein bisschen zu viel Druck drauf auf den Reifen, aber damit bin ich klargekommen. Okay. Solange man nicht auf Track kommt, also von der Spur weg, fährt er sich sehr gut. Ja, du hast eh das Problem bei der Strecke, dass du halt zum Ende hin immer einen sehr hohen Reifendruck bekommst, ne? Weil du halt viele Kurven drin hast. Ja, ja, aber. Von Mitspeed Corners halt. Ja. Aber ist okay. Hat er auch immer am Ende so 28.0, 28.1 manchmal gehabt, mit vollem Tank noch. Ja. Aber das kann man handeln. Man darf halt nicht auf die, wie heißen die, auf die Nippels da kommen. Diese Würstchen da meinst du, ne? Ja, diese Gummiwurzeln. Ja, ja. Die Platten da, ne? Also, ja. Da muss man sehr, sehr stark verzögern und der hat dann untersteuern ohne Ende. Ich mach mir mal eben schnell noch was zu essen. Jo, mach das. Guten. Jo, danke. War glaube ich ein Cut jetzt, oder? Oh, doch keiner. Glück.
Nee, der hört uns nicht. Während des Rennens können wir uns nur mit dem Fahrer über Teamspeak unterhalten. Discord hört er nicht. Ja, geschweige, wenn wir halt am Fahren sind, einer von uns, haben wir halt Discord stumm geschaltet. Abend, Tiger. Nee, Toro, glaube ich auch nicht. Irgendwas hat er damit, ne? Mit der Kurve. Hat der immer ein Stück zu weit raus. Kommt es, glaube ich, ein Stück zu weit. Er fährt jetzt ungefähr noch 1,5 Stunden, sag ich mal, ne? Also 1/2 Stunde ungefähr noch mit dem aktuellen Sprit. Und anschließend dann nochmal 1 Stunde. Mit vollem Tank wieder. Dizzy, guck mal, dass du bei der Kurve vielleicht nie früher bremst. Da kommst du immer sehr weit raus. Ja. Fahrzeug ist noch heile, ja. 1-2 Schrammen vielleicht, aber so weit geht's noch. Bitte darauf achten jetzt, wir haben keine Cuts mehr übrig, ne? Ich weiß.
Die Lecke, welche Kurve meinst du? Die, wo ich ihm eben Bescheid gegeben habe, oder? Sorry. Oh, scheiß Gierlappen, ey. Ich wollte es nicht tun und dann habe ich mir gesagt, ach fuck, komm. Alles gut, ist ja nichts passiert. Alles gut. Achtung, du hast aktuell noch Pete angefordert, ne? Kurzer Reminder, du hast aktuell Pete angefordert. Ja, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Okay. Ich weiß nicht, aber ich ändere das. Ich habe auch gerade schon wieder kaputte Bremse. Also ich habe schon wieder irgendwas drin, ich habe eine Umwucht oder so. Das Auto zappelt extrem. Das war eben dein Rutschen, ja? Musst du jetzt gucken, dass du es wegbekommst. Ja, das geht schon weg. Ich brauche noch die Reifendrücke. Jo. Bitte. Das gebe ich dir durch gleich. Jo. Sag ich hier auf der Garten gleich. Ich fange mit vorne links an. 26,9. Warte. Also vorne links, ja. 26,9. Vorne rechts, 27. Warte. Ja, Moment. Gut.
Du hast deinen Blinker noch an. Danke. Was hast du denn hinten links? Hinten links 27. Jo, mach ich gleich, Moment. Car on the right. Ja, und hinten rechts? 27.1. Jo, hab ich. Also 26,9, 27, 27, 27, 1. Genau. Okay, ich habe Reifensatz 12 ausgewählt, nachtanken 109 Liter. Alles klar. Ja, er kennt dich halt im Verkehr noch nicht so aus, ne? Hat er noch keinen, sag ich mal. Ja, er hat es noch nicht gefahren, so, ne? Ja, ich fahre noch mit dem T300. Ich habe gerade noch mal geschaut, die Temperaturen fallen gerade stark. Ich würde dir empfehlen, vielleicht überall noch mal 0,1 drauf zu machen und hinten rechts 0,2. Das weiß ich gar nicht, was bei denen in der Liga herrscht. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ich fahr da nicht mit. Wie es jetzt hier aussieht, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich glaube aber, hier ist Pflicht.
vorne rechts vielleicht auch nochmal 0-1 draufpacken. Dizzy, kannst du bitte nochmal dein Boxmenü öffnen? Yes. Danke. Pack mal vorne rechts noch 0,1 drauf, bitte. Ja. Wunderbar. Sorry, Chat, ich hab euch gerade nicht so im Auge. Ich bin da gerade so ein bisschen am Rätseln, ne? Mit den Temperaturen und Drücken. Oh, Stan hat echt kein Glück heute, Mann. Den haben sie schon wieder abgeschossen. Denk bitte noch an deinen Sprit. 106, 107 ungefähr einstellen. Also insgesamt dann. Was insgesamt? Mit dem, der noch drin ist, oder was? Genau, ja, ja, ja. Kannst du das kurz gegenrechnen, bitte? Jupp, Moment. Quick Math beim Autofahren ist verboten. Naja, es steht daneben dran. Also gucken, dass du da auf 106 bleibst einfach. Du meinst unten in der Ecke das, oder was? Wenn du halt dein Boxmenü öffnest. Wenn du deinen Sprit da einstellst, hast du ja einmal rechts die Zahl, was insgesamt dann drin wäre mit dem Nachfüllen. Ach so. Und links, was du nachfüllst. 106, 107 Liter müssen dann im Auto sein, wenn du Boxenstopp machst. Ach so, der macht schon Quick Math für mich. Ja, ja, genau. Ich mach 108. Reicht das? Sollte reichen. Musst du eventuell aber nachstellen, wenn du nochmal eine Runde fährst, ne? Wenn ich jetzt noch eine Runde fahre. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich kann ja noch eine Runde fahren. Guck einfach, dass das auf 108 bleibt. Ja, ja. Mein Stint ist vorbei. Ich soll in die Box. What the fuck? Ich hab doch noch. Ja, nächste Runde dann. Ja, nächste Runde. Okay. Weiter, ich hoffe, wir werden. Ist nur auf Fischer, falls ein Unfall passiert, falls du länger brauchst, irgendwie, weißt du, deswegen. Ja, ja, ja. Ja, Chat, jetzt haben wir ein bisschen mehr gemacht. Wir haben eh genug gelabert jetzt. Kriegt einen so aus dem Konzept, wenn man eins mit jemandem sprechen muss. Glaubt ihr gar nicht. Du siehst mich nicht, ne? Nee, du siehst mich nicht.
Frage, das ist Berliner Stadtverkehr hier, du. Nee, in der Innenstadt, ne? Lässt du mich durch? Oh, Jungs, ey, Mann, mach doch bitte... Das war mein Fehler. My bad. My bad, nicht seine. Fahr rückwärts. My bad. Das war nicht seiner, das war meiner. Der geht vollends auf meine Kappe. Das war einfach Greed. Hauptsache, ihm ist nichts passiert. Car on the right. Clear on the right. Denk dran, Box, ne? Ja. Ein Klick noch den Sprit hoch, dann passt es. Ah, fuck, ey. Wer fährt als nächstes? Ist keiner da gerade. Okay, dann machen wir das im Laufe der Zeit. Ich sag dir Bescheid nochmal. Ja, ist gut. Jetzt Fokus und gib Gummi. Achtung, links der Kerl. Thank you.
Car on the right. Clear on the right.
eine starke Runde, Chat. Wenn er so im Fokus jetzt bleibt, wäre optimal. Data, wir hatten ein, zwei kleine Probleme gehabt. Zweimal gedreht hat sich Dizzy leider. Oder dreimal sogar, ich weiß es gar nicht. Und halt so ein paar Überrundungsmanöver von den GT4 halt fallen ihm auch noch etwas schwer. Haben wir halt dadurch leider wieder ein paar Sekunden und Plätze verloren, aber gibt Schlimmeres. Solange das Auto heile bleibt, ist gut. Im Endeffekt brauchst du gar keine Handschuhe. Ich nutze halt die Handschuhe, damit ich mein Alcantara halt nicht, sag ich mal, so verranze durch den Schweiß und so an den Fingern, ne? Aber zumindest ich brauche eigentlich keine Handschuhe. Ich mach's halt nur wegen dem Alcantara. Ja, wir waren vorhin mal kurz P3, ne? War natürlich schön zu sehen. War klar, dass wir es nicht halten können. Aber so... 10. wollten wir jetzt eigentlich endlich mal erreichen, ne? Ja gut, klar, wenn man irgendwie Probleme hat oder irgendwelche Schmerzen oder was weiß ich, irgendwelche Beeinträchtigungen, dann helfen wahrscheinlich Handschuhe schon, klar. Wie im Bilderbuch die Kurve genommen, Macker. Nice. Grüß dich, Markus. Mir geht's gut. Und dir? Er ist schon im zweiten Stint gerade, also das ist gerade sein zweiter jetzt. Danach wird wieder gewechselt. Wer dann fährt, keine Ahnung, aktuell keiner da, vielleicht muss ich einspringen, mal gucken.
Ja, sauber. Freut mich. Klar darfst du die Lichtstufe benutzen, aber ich sag mal, wenn du so nicht nutzen brauchst, warum willst du dann flashen, ja? Ja, hätte er machen können jetzt, aber Platz gemacht hätte der so oder so nicht. Also mittlerweile kennen wir unsere GT4-Fahrer. Die haben da nicht so Bock, irgendwie mal im Rückspiegel zu gucken anscheinend. Oder haben einfach keine Lust, Platz zu machen, ja? Ist auch deren Recht, ne? Aber wenn die halt natürlich lange blocken, ist halt blöd für uns. Wäre aber nett von denen, wenn sie halt mal Platz machen würden. Baby. Vor Freude bestimmt schon 1-2 Mal hier. Vor Angst auch schon 3-4 Mal. Ja, Rein, die hatten leider 2-3 Zwischenfälle. Ja, hab schon gesehen, ja, hab schon geschaut gehabt, ja. Der existiert gar nicht mehr, der Controller. Der ist damals die Batterie hops gegangen, also die hat sich aufgebläht. Ja. Master Low, ist ja gar nicht so einfach. Also man muss die jetzt dann auch ein bisschen verteidigen, die GT4s. Vorbeilassen ist auch nicht immer so einfach. Das stimmt. Und wahrscheinlich sind da wirklich die unerfahrenen Leute drauf. Ärgerlich und so, muss da ein bisschen Verständnis haben. Das Community-Rennen, das ist jetzt keine Pro-Liga. Ist ärgerlich für uns in manchen Situationen, ne? Aber da kann man nichts dran ändern. Man regt sie natürlich auf, gibt es natürlich auch den Grund, aber jetzt da einzutreten, das macht man jetzt auch nicht. Frau Reini, wie schaut es eigentlich aus? Wie wollen wir das jetzt machen? Also, wenn wir wirklich eine wirkliche Chance auf P10 haben wollen, müssten wir mal ein bisschen nachdenken jetzt, also wie wir das dann machen am Ende jetzt. Okay. Ja, wenn, dann würde ich als nächstes, glaube ich, einsteigen, weil sonst klappt die zusammen, weil so okay. 5 oder so schon auf Rennen bin. Okay. Ja, halt auch wegen den anderen beiden noch, weil die haben ja auch noch jeder eine Stunde halt, ne? Rein theoretisch. Genau. Wir müssen mit dem mal dann besprechen noch. Ja, ich weiß jetzt, kennt schon ganz leicht, gell? Also ein Stunt geht schon, aber ein zweiten Stunt. Ja, zumindest einen noch, okay. Genau, also einen mache ich auf, also klar. Also zur Not würde ich mir auch 2 Stunden oder 2,5 noch zutrauen am Ende, aber ja. Falls halt kein anderer erfahren möchte oder sagt, hier bitte übernehmen, oder, mir ist es halt wurscht, ne? Ich sag halt nur, wenn wir halt P10 haben wollen, das ist halt so aktuell ein bisschen schwierig, denke ich. Ja, ich würde dann einfach mal fahren und dann. Okay. Ja, dann schauen wir mal schauen, was die anderen also. Genau. Dann sage ich es dem Blecher, dass er dich dann einträgt. Ja. Luis Nazaglio. Ich habe jetzt schon ein ganzes Jahr nochmal gestreamt. Aber bevor demnächst dann wieder ein bisschen mehr. Jetzt wo alles umgebaut ist und so weiter. Ansonsten bin ich immer bei Peach, der Stream da ist ja auch. Immer auch weitern. Für Sie als nächstes fährt Reini. Ja. Ja, gib mir Bescheid, oder einfach ein Follow da lassen. Das geht natürlich auch. Könnt ihr bei allen machen. Bekommt das mit. Car on the right. Clear on the right.
Genau. Auf der Homepage ist eh alles verlinkt von uns Fahrer. Aber vom Xentagon nicht, aber jetzt Xentagon einfach. Jo. Weißt du gerade, was zumindest sehen wir es ja im Stream verzeiht. Bitte was? Nee, wegen wann er in die Box kommt. Achso, ja, kannst du gucken, was hat er noch? Ich hab gerade vor mich selber geredet. Also 40 Minuten Minimum noch. Ja, gut. Ja, die Drücke machen wir dann irgendwann, hat nur 40 Minuten Zeit. Genau, müssen wir mal schauen, wie kalt kann es denn werden? Ja, so 9 Grad wahrscheinlich, oder? Wir hatten schon 6 Grad auf dem Server mal gehabt im Training. Ah, okay. Müssen wir zu den letzten Drücken nochmal einen 1-0-2 höher wahrscheinlich, gell? Ja, ungefähr, ja. Also ich bin mal im Training mit überall 27,5 gefahren. Aber das war, glaube ich, schon bei 5 Grad oder 6 Grad oder so, ja. Ja, okay. Er hat Zeiten, die sind gut. Er hat auch wieder Zeiten, da macht er einen kleinen Fehler oder so, dann ist er wieder ein bisschen mittelmäßiger oder schlechter, ne? Aber passiert halt. Also im Allgemeinen ist er eigentlich ganz fix unterwegs, wenn er die Fehler nicht machen würde, ne? Da fehlt halt, da muss er mehr fahren. Kommt das mit der Zeit. Kleine Unsicherheit, wenn er Fehler macht. Hat er gesagt? Nicht verstanden. An die Zeiten kommen da schon recht gut ran jetzt immer, ja. Der ist eben sogar eine 1,4 oder so gefahren. Ben's World die sind ein bisschen höher, also 27,2 oder bis 28 so grob. Die idealen Drücke. Oh, wieder da. Billy. Jetzt habe ich gegessen. Oh. Na Gott, fertig geworden. Was ist passiert? Heute haben wir gedreht am Morgen leider. Und dann hat es Zeit gekostet, weil es in der Schikane jedes Mal war. Und dann müsste er immer stehen bleiben, weil er Verkehr die ganze Zeit. Auto kaputt oder so? Nee, zum Glück nicht. Nee. Ah, schade. Ja, viele Strafen, noch 15 Durchfahrtsstrafen habe ich ja schon der eine oder andere gesehen mittlerweile. Ja, wir müssen auch aufpassen, wir haben auch nichts mehr. Ja, also haben wir jetzt auch 3, ja. Ja. Top 5 wird nix. Nope. Wir haben eh gerade eben gerade gesprochen, wie wir das jetzt machen wollen. Aber Reini fährt dann jetzt als nächstes. Dann sind ungefähr noch übrig 3 Stunden am Ende. Doppelt sind, also ich brauche schon ein bisschen ganz leicht zu sagen. Also ich habe kein Problem, doppelt sind zu fahren. Wenn, aber dann müsste ich einen übernehmen. Ich muss jetzt dann beim Fahren schauen, weil wenn ich mich nicht richtig fokussieren kann, dann kommt dann auch. Es macht halt nur Sinn, irgendwie jetzt noch jemanden den Stint wegzunehmen, wenn wir auch da vorne dann mitfahren können. Ja, P10 wäre locker noch drin. Ja. Das dürfen wir halt dann nur nicht in die Länge ziehen, wenn wir das unbedingt erreichen wollten jetzt, ne? Ja, müsst ihr entscheiden. Mir ist das auch wurscht. Von mir aus kann ich auch 2 Stunden 20 oder so fahren, bis dann da eventuell noch gesperrt wird. Mir ist das kackegal. Ja, ich wäre dafür.
So. Opfer gerne mein Stint. Ja. Na, einer muss sowieso reichen, weil sonst geht es um Splash and Dash am Ende. Muss sowieso einer verzichten auf seinen letzten Stint. Ja, das so oder so, ja. Also mir ist egal, ich fahr einen Stint, ich fahr auch Doppelstint, von mir aus auch Dreifachstint, ich verzichte auch auf meinen Stint auch. Mir ist es mal. Ja, schade, ey. Top 5 wären drin gewesen. Ja, X5, ja, wäre bestimmt möglich gewesen. Ja. Ne? Also Reini hat mir den auf 5 übergeben. 5 habe ich leider abgeben müssen. Ich glaube, ich 6 am Ende gewesen, 7, ne? Ja, 6. Ja, am Ende waren, glaube ich, 2 hinter dir direkt, deswegen... Naja, ich musste halt 5 abgeben wegen den 9 Sekunden. Ja, klar. Oder insgesamt 15 Sekunden verloren. Ja, das. Ja, hätte er innen mitziehen müssen, aber das sind halt die. Doch, ich würde stillen. Dich ist alles eingestellt, Reini? Nee. Noch gar nichts. Okay. Also, ich glaube, oder Fahrer. Du bist dann Center nur mit der Dünke, du weißt. Ich hab's reingeschrieben in Discord. Okay. Augen zu und durch! Nee, nicht das. Nicht Augen zu und durch. Mann, schon hingucken. 27.0 ist mir schon hin. Am Anfang vom Stint waren die auf 28.1 hinten. Ja. Muss halt immer mitbedenken, ne? Dass du halt vielleicht maximal wieder um 0,1 hinten erhöhen. Maximal, denke ich schon. 25 Feet. Ja, okay. Ja, wir haben jetzt 10 Grad, viel kühler wird's nicht. Also es wird vielleicht noch 8. Ja, auf dem Training hatten wir schon 5 Grad gehabt, ne? Echt? Mhm. Ja. Wie weit ist denn gerade Pizin weg? Kann man das irgendwo nachsehen? Warte, ich guck. Hier liegen wir mal gerne die Anzeige nicht durch. Naja. Wenn der jetzt, sage ich mal, 35, 30 Sekunden draußen ist, wenn Reini eine Runde vielleicht ja, eine halbe Sekunde aufholen könnte. Das wird jetzt über 3 Stunden gestreckt. P11 ist 23 Sekunden weg und P10 nochmal 14. Was fahren die für Rundenzeiten? Ich weiß es nicht. 204er. Der Fly fährt 202er. Ja, die sind dritter, die sind ultra schnell. Nee, ich meine das P11 und P10. Ja. Ah, nee, ja, Moment. P11 und P10. Überleihung noch mir, aber das passt nicht. 02er, 03er. Hey. Wir werden. Wieso werden wir hier auf 14 ge. Ja, war eben. Ich hab in diese Pitfall, meinst du, ne? Das stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Ja, ja. Mein Over, also wenn ihr über Sim habt, Ding, da sind wir irgendwie 5. Komisch. Das war die Position, die du abgegeben hast, weil du im Auto warst. Nur 5. Ja, weil du im Auto warst da zuletzt, oder? Mit 5. Ja, genau. Deswegen. Fröhlich Bitpomsky. Fröhlich. Ja, das mit dem Overlay da funktioniert nicht. Ich kann nicht einmal das Leaderboard anschauen, jetzt wenn man nicht drin sitzt. Hab also über externe Tools meine ich. Achso, ja.
Ja, das kann ich wieder zumachen. Dieses komische Overlay, das funktioniert gar nicht. Also von dieses Time, diese Pitwall. Ja, okay, also P11 ist 23 Sekunden vor uns. Also der wäre realistisch eventuell auf jeden Fall noch. Ja, und davor 14 Sekunden, glaube ich. Ist mittlerweile 12 Sekunden. Oh, nee, warte mal. Man sieht auch keine Rundenzeit. Ich hol mal schnell einen Kaffee. So. Ja. Oh, ich nehme auch einen. Ding. Ja, ja, das tut weh, so habe ich das auch eben gelesen bei mir. 23 und 14 war es bei mir. Also roundabout 35 Sekunden weg. Naja, der Fröhlich hat auf den 10. 23 Sekunden. Nicht auf uns. Wir haben 24 auf ihn, also knapp, ja, 50 Sekunden ist der 10. weg. Ja, okay, dann. Wird das eher mehr oder weniger? Naja, ich sag mal, wahrscheinlich mehr. Zumindest aktuell noch, ich weiß halt nicht, wie wir später da klarkommen. Der hinter uns holt auch auf, hat aber eine 15 Sekunden Penalty. Der ist schon die ganze Zeit so 2, 3, 4 Sekunden immer, okay. Immer mal unterschiedlich, je nachdem. Ja, das ist die Erfahrung, Orange. Das ist, guck mal, wie Xentran, Reini oder auch ich, wir haben da ein bisschen mehr Erfahrung und wir prügeln da halt durch, ne? Durch den Verkehr. Beides möglich ist. Easy ist halt noch sehr unsicher. Er fährt zwar so gute Rundenzeiten ab und zu mal, ne? Aber dann mit dem Verkehr kommt wieder auch wieder halt 3-4 Sekunden langsamer direkt. Wohin sogar eine 1-4 gefahren oder so. Jungs, wir müssen den Reifendruck einstellen, ne? Genau, ja. Sag Bescheid, wenn du kannst. Naja, ich würde jetzt so machen, ich habe gerade keinen Verkehr. Okay, dann schaue ich gerade nach und gibst du dann durch, ja? Ja, ja. Ja, ready to play, ja, das stimmt, müsste man machen, aber ja, haben wir schon hin und wieder in iRacing gemacht. Vorne links, links 27,1. Ah, er hat sich hier gemacht. Aber ist halt immer nicht so ganz einfach. Warte, ist das hier auf der nächsten Geraden dann? Weil mit einem... Oder mit zwei Leute und hallo CB, moin, schön, dass du bist. Mit einem als Gegner vorne ist es 27,2. Ist es anders, wie wenn du da ja. Die ganze Zeit Leute um dich hast. Links 27,2. Jo, warte. Jo. Kein Stress. Ich glaube, seit Anfang des Jahres hat er angefangen. Mit Sim Racing. Hat das vor 4 Jahren schon mal so ein bisschen gemacht, weil nur so ganz wenig in der BPRL. Da haben wir ihn ja so kennengelernt. Haben wir auch eine riesen Community.
Ja. Car on the right. Clear on the right. Ist halt viel fahren, viel üben, viel Training. Das ist immer das A und O. Hinten rechts ist dann 27,3. Ja, sagen wir ihn eins nach dem anderen. Leute, danke, dass ihr aber das seht. Aber sagen wir ihn gleich. Okay. Wunderbar. Und Dizzy denkt an den Reifensatz. Muss irgendwie 13, 14 sein oder so. 13 müsste das sein. Hätte ich jetzt gemacht, okay. Danke. Alles klar, super. Hab dich lieb und so. Tito. Und weitermachen. Car on the right. Clear on the right. Ach, bitte knapp, ey. Hui. Was schon, alles gut. Und ich bin da auch nicht sauer. Also in dem Moment fand ich es nicht... Nicht lustig, aber alles gut mit Imola. Das ist bei mir. Er hat das jetzt wieder mehrmals erwähnt. Ich habe damit kein Problem. Gott. Nee, wir hatten ein Rennen von der Community, von einer anderen Community, 2 Stunden Imola. Und er hat das Rennen halt vergessen und kam so kurz auf knapp. Hat dann noch zwischendrin in meinem Stint. Die Strecke geübt. Ich habe gesagt, ich fahre das Ding alleine, dann werde ich halt disqualifiziert, weil man musste zu zweit fahren. Aber er meinte, das kriegt er irgendwie hin. Hat er auch zum Teil hingekriegt, aber dann hatte er sowieso ein Disco und dann waren wir raus. Dann hat er bei seinem Stint ein Disconnect gehabt und damit halt ja. War lang wir, ich glaube so auf 10, 11. Weiß jetzt nicht, ob er das hätte halten können. Aber ja, und dann hat sich das sowieso erledigt. Das war so ein Ding zwischendrin. Also, ja nur 2 Stunden gedauert. Mit Dings, glaube ich, 2,5. Mali. Ja. Darum geht's ja nicht, ob er was dafür kann oder nicht. War halt dann Finish. Aber wie gesagt, ich bin sauer oder so. Wo ist er dann? Hola. Hey, genau. Was in Imola passiert, bleibt in Imola. Aha. Leute, bleibt mal locker, da ist überhaupt kein, ich bin da überhaupt nicht böse oder so. Im Moment war ich so ein bisschen, ich war noch nicht mal angepisst. Es war halt so, okay, hat er vergessen. Sorry. Come the fuck on, Leute, was macht ihr denn? Das war auch meiner. Das war nicht seiner, das war meiner. Sorry. Das war absolut meiner. Ich hab gedacht, der lässt innen offen. Der geht direkt auf meine Kappe. That was mine. Man darf nicht vergessen, Leute, also jetzt Zentren mal ausgeschlossen, er ist so ein Multitalent, er setzt sich rein, übt und trainiert ein bisschen und hat das drauf, aber Reini und ich fahren fast, wenn es die Zeit zulässt, fast jeden Tag. Dizzy... Was? Was? Jeden Tag? Naja, wenn es die Zeit zulässt, hör mir doch mal zu, sonst gebe ich auch mal gleich ein Watschen. Ich war im Schnitt 1-2 Mal in der Woche.
Okay, die 99 ist disqualifiziert. Und wir waren die 99, ist egal. Und Dizzy fährt halt, der bereitet sich so ein bisschen oder mehr oder weniger auf große Events vor. So, fährt halt hin und wieder in der Community. Auf Community-Server auf sein. Auf seinem Community-Server, das meine ich gar nicht böse, aber das ist nun mal so, da achten halt die Leute viel auf sich selber, gegeneinander. Das ist was ganz anderes, wenn man mit diesen Leuten fährt. Bitte lupf dein Auto, bitte lupf dein Auto, bitte lupf dein Auto. Oder mach Innenplatz oder whatever. Es kann doch nicht mein verschissener Ernst sein, Boys. Das kann doch nicht mein Ernst sein, Jungs. Zieht doch einfach euer Gaspedal einen Millimeter hoch, dann habt ihr diesen ganzen Stress hier nicht. Und wir auch nicht. Mein 23. Habt ihr den Reifen, müssen wir nur einstellen, Junge? Haben die gemacht. So, okay. Nee, er macht beides. Also er trainiert die Strecken Orange schon ordentlich. Und Dugi. Hab mich lieb. Und ich hab dich lieb. Fährt dann aber auch Drive True Penalty für die 6, für die 65. Trainiert dann aber auch in der Community. Ich glaube, das hat er gestern noch gemacht, ne? Oder vorgestern. Weiß es nicht. Ja. Ja, ist halt viel also Kopfsache, gell? Dass man halt da stabil bleibt, sag ich jetzt einfach mal. Wenn man nicht unsicher wird. Also ich denke mal, Xentran fährt so die letzten Stints. Wie viele sind am Ende, wissen wir noch nicht ganz genau. Reini kommt nach Dizzy. Und ob ich dann noch einen fahre oder Dizzy, das diskutieren wir gleich noch. Oder Reini vielleicht sogar noch ein Doppelstint, je nachdem. Aber das entscheidet dann Reini, das muss er selber sagen. Im ersten Stint sozusagen. Reini ist ja auch nicht mehr der Jüngste, weißt du? Ja, zwickt schon ab und zu, gell? Ja, der kann das nicht mehr so abschütteln, ne? Na, bevor ich dann übertreibe, ja, ja, genau. Gehen. Mach's nicht so wie der komische Snake, weißt du? Ja. Sack trifft die, krieg's richtig. Warte ab. Wenn du nächstes Mal im Discord bist, ey, dann kriegst du erstmal den Hintern versohlt. Hey, der Mobbingbeauftragte, der ist bei IPR. Die haben, glaube ich, heute ein anderes Event. Ja, und da ist er. Und da ist er, der Handzahme, Kevin. Ja, der Handzahme. Die haben ihn da sowas von handzahm gemacht, er will das nie hören. Ich sag nur noch zu ihm, handzahmer Kevin. Da wird er immer ganz gallig, ey. Aber wenn wir uns da mal treffen, hören oder bei mir rumgammelt, dann tobt er sich schon ein bisschen aus.
Ja, ich weiß, so, alles gut. Ich komme ja mit Trifty sehr gut aus. Es war ein geiles Rennen, wo er dabei war, in Laguna, letzte Woche. Die 24 Stunden. Hat echt Laune gemacht. Auch wenn er der Driftkönig war, aber ich war ja nun auch nicht wesentlich besser mit Driftkönig, der Ink-König. Ich wollte gerade sagen, er ist ja der Master, der Ink-Master. Ink-Master, aber er hat schon gepasst und wir sind P2 geworden. Hey. Hätte ich nicht gedacht, so zwischendrin. Die, welche Metapher meinst du? Ich weiß es jetzt gar nicht, Shoto, was du meinst. Ich weiß es nicht, da. Ja, stimmt, das war, obwohl, man, du musst das auch ein bisschen realistisch sehen, ne, mit dem Jetta, da ging das gut, ne, da konnte man auch gut driften. Einfach dann, wenn man weiß, wie man mit Fronttrieblern umgeht, wenn das Heck irgendwann mal kommt, einfach kurz gegenlenken, Vollgas geben und dann bist du wieder auf der Strecke. Dann zieht sich die Karre gerade. Ha. Oha. Oha. Eine schöne Divebomb. Hm. Nice try. Schön fair gefahren von ihm. Ja. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich hab Pete Snake im Team, der wäre sauer, hätte ich dich durchgelassen. Ach, unter ein Pantoffel. Ja, nee, bei IPR läuft das halt ein bisschen anders. Ne? Wir haben ihn schon, ich will nicht sagen, die Flügel gestutzt. Das will ich jetzt nicht sagen, das wäre too much. Der hat immer noch seine Kodderschnauze. Aber bei uns war das ja alles so ein bisschen. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen anders. Aber bei uns war es ja alles ein bisschen lockerer. Jetzt ist es ja auch ein bisschen ernsthafter. Wir haben Strukturen drin. Und ja. Come on jetzt. Coole Fahrer. Ja, ist ein Positionskampf, genau. Ja, aber Sascha, das ist so. Die wir fluchen, also wir GT3-Fahrer fluchen über die GT4-Fahrer und die GT4-Fahrer fluchen über die GT3-Fahrer. Das ist nun mal so im Multiclass. Push, push. Und ja, ich muss angesprochen, dass man da jemand Spasten geschrieben hat, Spasten geht die vier voran und sowas. Nee, das ist völlig falsch, Leute. Ja. Das ist. Sicherlich gibt es hier Leute, das habe ich ja in meinem Stint auch erlebt, die halten da voll gegen. Jeder muss auf jeden achten. Auch die langsam. Auch wenn das im Briefing heißt, fahrt eure Linie. Aber Linie fahren heißt nicht unbedingt immer volle Kanne gegenhalten. Da muss man halt nachdenken. Kopf aus dem Arsch ziehen und nachdenken. Ah. Das ist das Wichtigste im Multiclass. Ah. Und, lass mich durch. Und nee. Wenn man. Alter, dass diese immer dazwischen sabbeln muss, ne? Ja. Also widerlich. Nee, Scherz beiseite. Baby girls, come on. Was wollte ich sagen? Durcheinander, ey. Ich hab den Faden verloren, Mann. Ja, Bagger, mich brauchst du nicht anhupen. Entspann dich da hinten. Nimm mal ein bisschen Rücksicht, Maga, wenn du jetzt ausprobierst, siehst du, wollte ich sagen, aber genau. Und in den Kurven Leute vorbeilassen als langsamer Fahrer ist halt immer problematisch, weil du weißt halt nicht, was der vor dir, der langsame macht. Scheiße, ich glaube, ich habe dir gerade... Bleibt er außen, zieht er doch rein. Das heißt also, als in der Multiclass, als langsamer Fahrer, ist es immer besser, auf der Geraden kurz zu lupfen. Da verlierst du viel weniger. Und es ist safe. Wenn du siehst halt, dass hier Didier schneller ist.
Oh nein, du hast dich genau für die falsche. Aber es hat ja viele Verargungen. Du wirst mal nicht, wie man bei den GT4s finden. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das macht. Okay, wer ist der Kühre? Ich mach den Kühre. Jetzt, meint, wenn man kurz aus rauskommen ist. Schön gefahren, Kraus. Hypnon oder Hypnon. Der Unterschied ist weniger Aerodynamik an die GT4 und etwas weniger Leistung. Der ist aber richtig auf Attacke getrimmt hier vorne. Der Lexus. Und es gibt GT4-Klassen, die haben sogar nicht mal ABS oder Traktionskontrolle. Das ist, glaube ich, in der GT3-Klasse vorgeschrieben. In der GT4-Klasse nicht. Nee, das war Shoto, das weiß er selber. Das muss er selber hinkriegen, ob er da Traktionskontrolle höher macht oder nicht. Er sitzt im Auto und er weiß, wie das funktioniert. Also, das Auto sich fühlt. Ja, das weiß er mittlerweile schon. Ja. Da wäre es blöd, wenn wir ihn da reinquatschen. Wegen ein, zwei Rutscher machen wir jetzt nicht gleich. Nee, genau. Und das Boom Corner, da bin ich in einen halben Stint getriftet, dann hab ich nicht hochgestellt. Weil es geht. Ach so, das meinst du, Shoto. Ich glaube, wir hatten am Ende war es DTM und WTCC oder WTCR. Ja, lass mich durch. Genau. Das war am Ende die letzte Season da von der BPL. Hey Pete, wenn du mich hören kannst, du brauchst nicht antworten, aber ich brauche dein Verteidigungs-Mojo, bitte. Ich höre dich. Das Ding ist, versuch's nicht zu übertreiben. Wenn du merkst, du verlierst zu viel Zeit beim Verteidigen, dann lass ihn vorbei und setz dich einfach hinten dran. Wir haben noch ein paar Stunden. Wow. Wow. Das war, glaube ich, nicht so gut. Oh. Oh, oh. Nicht so schnell. Oh, kein Cut, oder? Ne? Was war das jetzt? Kurz im Kaffee weggestellt und dann... Hm? Ja, das war Hardcore, ey. Da hat Stizzy fast übertrieben. Okay, kommt nix. Eigentlich hat er es übertrieben, aber es ging nochmal gut. So, Chaka. Nee, es war Shoto, es war die WTCR, also die Nachfolger von der WTCC. Wir sind davor mal only WTCC gefahren. Ein paar Seasons davor. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da habe ich ja das... Rick gewonnen damals, hat der Reini die Monsterpreise rausgezogen. Aber mittlerweile habe ich schon wieder ein neues Rick. Ja, vorhin mal, wo du gefahren bist, hat jemand gefragt, da ist ja nur dein altes Bild auf der Homepage, was du denn da unten am Fußraum stehen hast. War denn das? Weiß ich nicht mehr. Soll ich mal gucken? Ja, das ist nicht mehr aktuell. Das macht Reini demnächst mit neuen Bildern und so. Das ist alles nicht mehr aktuell. Ja, demnächst in 10 Jahren. Ne? Alter, ich hau dich. Du kriegst da Watschen. So, was steht denn da unten? Nix steht da unten. Da ist, ich glaube, von meinem damaligen Smart habe ich noch so eine riesen Tasche. Why, baby? Die da unten steht. Ah, nee, das war mein Nackenkissen. Ah, Nackenkissen.
Nackenkissen, was da unten ist. Das habe ich jetzt im Nacken. Aber das ist alles nicht mehr aktuell. Das sieht jetzt alles bei mir anders aus. Also Triple bzw. Quad Screen ist so geblieben. Aber andere Tastatur, alles auch anders aufgebaut. Komplett anderes Rig. Los Completos. Meine Belüftungsanlage ist da schon jetzt angebaut. Alles mögliche. Eigentlich so gut wie fertig. Anderes Wheel, andere Bass. Obwohl ich würde, aber erstmal muss eine Grafikkarte her, dann kommt irgendwann mal eine DD. Ja, das wäre wirklich das nächste bei dir. Ja, ja. Und irgendwann mal, wenn ich 120 bin, dann kommt die DD. Aber das Problem ist bei mir eine DD, wubbel die Katz, da muss ich mir ein Lenkrad bauen lassen. Wegen meinem Handbedienteil. Und da, das haut halt nochmal richtig rein. Das muss halt auch alles ein bisschen besser sitzen vielleicht als jetzt, ja. Weil wenn es dann wirklich ein bisschen reinhaut und du hast ein bisschen die Hand dazwischen, dass das nicht gleich wegbricht. Richtig, richtig. Ja. Kann ich nicht irgendwie so ein normales Lenkrad nehmen, was sie, die kann man ja alle umbauen. Fast jedes Lenkrad, auch von Trustmaster oder so, kann man ja umbauen für DDs. Das geht ja heutzutage alles. Aber da musst du halt den ganzen Plastikscheiß, der dahinter ist, das musst du halt alles umändern bzw. wegmachen. Weil bei meinem Trustmaster hauen da jetzt 6,8, knapp 7 Newtonmeter rein. Das merkt man auch schon, macht Laune. Aber wenn, bei einer DD, da bist du halt schon bei 20 Newtonmeter. Ja, wenn du mal so einen Ausschlag hast und du hast halt die Hand geblüht, also nicht mein. Nein, oder das, ja, ja. Hand, was machst du, dann reißt das Ding halt raus. Und so. Genau, reißt halt vielleicht mein Handbedienerteil weg und dann habe ich wieder Monsterarbeit vor mir. Direct Drive. G-Dog. Ja. Da ist halt so ein Industriemotor drin, das wird halt mit Software alles gesteuert und die sind halt sehr stark, die haben ganz viel Kraft. Achso, ich mute mir zwei? Ja. Und bin dann drüben im TS. Ja, alles klar. Reingehauen. Viel Spaß. Ja, hau dir selber eine rein. Ja, ich hau mir selber eine rein. Ja, super. Aua, hat geklappt. Tschüss. Awardchen kriegt er. So, Dizzy, ich bin dann ready. Ja, ich habe jetzt nur noch 6 Minuten auf dem Tacho. Alles klar. Sonst G-Dog mal Runden, einfach mal, dann wirst du das sehen. Nach Google mal nach Direct Drive. Da gibt es verschiedene Marken. Die tun sich alle nicht viel. Ja. Aber die sind halt auch teuer, ne? Also wenn man so jetzt so eine Fanatec 2.5er Base nimmt. Die kostet, glaube ich, 500 Euro oder 400 Euro und im Dreh ohne Pedalen, nur halt die Bass. Ja, und beim Spritzen nicht vergessen zu schauen, dass das so auf 103 Liter das reicht. Na, quatsch doch nicht dazwischen, Reini. Und so eine DD kostet Minimum, also wenn wir jetzt bei Fanatec bleiben, kostet die Podium 1 DD, ich glaube, 1200 oder 1300. Ja, das war geil, Drifty. Das hat mir hat das auch Spaß gemacht. Clear on the right. Ja, das ist eine Waschmaschine. Also, umso länger man sich auf ein Auto einschießt und trainiert, umso besser kommt man damit klar. Ist ja auch logisch. Aber der Lexus, der geht, der ist auch... Der Lexus ist aber auch anfängerfreundlich. Muss man auch dazu sagen. Also den wir hier fahren. Sonst der Benz tut auch nicht weh. Kommt drauf an, was du auch vorher gewohnt bist. Ne? Wenn du Frontmotoren gewohnt bist, also Gewicht auf die Front... dann sind solche Autos besser zu fahren, wenn man das schon gewohnt ist. Mittelmotor wie Audi
Nissan, Maka, Ferrari, die verhalten sich dann wieder ein bisschen anders. Rein, ich würde jetzt reinfahren, glaube ich, sonst wird das sehr knapp, denke ich. Ja, falls, ready. Falls noch irgendwas passieren sollte. Hori kenne ich nicht, G-Dog. Trustmas, also für einen Anfänger so, ich sag mal, bis 400 Euro oder bis 350 Euro ist Logitech oder Trustmaster eigentlich ganz gut. 103 hast du gesagt, ja? Genau, 103, 104 ja. Passt. Ich hab 104 jetzt gemacht. Perfekt. Hallo? Hallo? Boah, der hat den Stand zu weit weg. Achso, okay. Stehen wir jetzt da oder nicht? Schön erstmal 3 Sekunden vergammelt. Alles gut. 25 Sekunden. 20.